Spaß euch. Dankeschön, Digga. Ja, mach mich doch. Fühl dich lieb, oder? Ich zahle stimmt, gleich. Ja. Entspannt euch. Geht mal drauf. Oha. Ich zahle das alles, Herr Lieber. Wunderbar. Theo, Digga. Du Ferkel. So. Wunderbar, die Frau. Wunderbar. Theo, Digga, was soll das denn? Ich will einmal nur an die Füße riechen. Einmal, bitte. So ein Ferkel, Digga. Wunderbar. Wer tanzt denn da? Ihr genießt doch auch. Ihr steht doch auch alle da. Ihr genießt doch auch. Wer ist denn das? Lisa, Baby. I'm under the water? Nee. Nein. Ja, aber jetzt nicht mehr. Jetzt, ja, das ist einmal andere Worte, aber jetzt nicht mehr, Digga. Oha. Sie gibt mir eine extra Vorstellung, weil sie sich verliebt hat, ein bisschen in mich verguckt. Mm. Oha. Hey, hier, Jungs, ihr habt halt. Und, ja, ich hab alle bezahlt, Digga. Ja, ich weiß. Alle bezahlt, das ist eins schon dabei. Zieh mal die Hose aus, Theo. So kann man das einfach hier machen. Ja, lass dir das nicht mal ein bisschen gehen, Junge. Zieh mal die Hose aus, Junge. Zeig mal den fliegenden Holländer. Nee, das kann man nicht. Doch. Digga, zieh deine Hose aus! Ja, ich will wo bin ich hier? Ja, Bruder Rick, das ist da. So sieht das aus, wenn es mit den Frauen läuft, Digga. Weißt du, wie ich meine? Alter, ist das wirklich so? Ja. Aber Jungs, geht wirklich nicht hier drin, oder? Nee, okay, geht nicht. Setz dich wieder hin. Setz dich hin, Digga. Setz dich wieder hin, Theo, Digga. Wir sind im Stripclub, hier wird nur getanzt und angefasst. Ihr wollt doch nicht alle mitgucken jetzt! doch, Digga. Wir gucken. Bin ich nervös, so kann ich nicht. Oh, Olaf, komm! Darf ich? Jawohl, Jiri! Oh, auf was guckt ihr so? Seid ihr auch auf die Füße fixiert? Ich guck auf ihre Müse, Digga. Hey, Jimmy! Ey, Olaf, du sollst nicht Rick angucken mit dem Fernglas oder mit. Ich guck nicht Rick an, was redest du? Er guckt auf mich, Digga. Geil, Digga. Ich nenn mein Fernglas liebevoll. Ui. Jetzt zeig denen mal deinen Schwanz. Nicht dein Herz, Junge. Was hält das Lustige? Ich hab einen. Geil, Digga. Ich hatte noch nie einen. Nee, dann will ich hier weg. Dann will ich weg. Lass mich raus hier. Nichts für mich. Hey, Theo, warum bist du so rot im Gesicht? Theo, erinnert die dich ein bisschen an deine Schwester? Ja, bloß im Dünn. Ja! Jungs, hier stehen die kompletten Blatt vor unserer Hut. Die kompletten Blatt stehen vor unserer Hut? Ja. Die wollen reinkommen. Ich bin aber alleine hier. Was wollen die denn von uns? Wir sind gerade im Stripclub. Ich frage sie kurz, ja? Wir werden nicht dahin fahren. Jungs, wenn die was wollen, sollen die hinkommen. Ganz einfach. Die Blatt stehen komplett vor unser Anwesen. Ja, dann jalla. Nein, wir sind, Digga, wir können doch nicht immer spurten wie die Bitches. Wir sind jetzt einmal am Abend. Die sollen hier hinkommen. Und haben Spaß, Digga. Stimmt auch wieder, Digga. Dann sagt die Fotzen, die sollen hierher kommen, Digga. Ganz ja, Agatha fragt, was sie wollen. Ja, ich höre. Meint aber, hatten einen schönen Abend. Ihr könnt dort bleiben, sie kommen alle zu euch ins Strip. Wunderbar. Perfekt, das ist eine gute Lösung. Okay, alle von den OGs zum Stripclub. Erstmal ohne Waffen, ohne böse Absicht, die Blatz und die, sag schnell, die Lost sind Freunde von uns. Mann, ey, die haben aber auch ein schlechtes Timing, Digga. Jetzt haben wir mal einmal am Abend Spaß haben, ey, so eine Scheiße. Ey, kommt mal alles sofort von den Stripclub, sofort, bitte, Digga. Wir machen Pimp mein Opa. Wer zum Fick bist du denn, Digga? Ich bin Marcel Berger, du Hurensohn. Welcome to Pimp my Opa. Ja. Digga, der sieht einfach hübscher aus als du, Mann. Das ist Pimp my Opa. Ich mach jetzt die Bitches klar da drin. Chef. Komm mal her, mal kurz. Das ist dein Laden hier? Ja, ich bin der Inhaber. Was hast du noch für Pläne in Zukunft mit dem Laden, wenn ich so direkt fragen darf? Wir haben eine offizielle Gewerbelizenz eingereicht, damit wir hier Festgehalt für die Angestellten bezahlen können. Und wir würden dazu tendieren, dass der Sicherheitschef und 4 Sicherheitspersonal Angestellte im Laden für Sicherheit sorgen, damit wir von extern Sicherheitspersonal für das Grundstück beauftragen können. Und haben Sie schon Leute, die für die externe Sicherheit hier sorgen würden? Bis jetzt macht das die Bundeswehr. Oha. Also ich bin der Abi von den OGs. Eine neue Fraktion hier in der Stadt. Wir sind die mit den lilanen Klamotten. Kommt unser Besuch. Ja, die kenne ich schon. Wollen wir später eventuell mal die Nummern austauschen? Und eventuell... Ja, können wir machen. Ja, gut, alles klar. Dann danke ich schon mal, ich komme später nochmal auf Sie zu.
Grüß dich. Was geht, Digga? Ey, wir waren gerade bei dir. Ja, ich weiß. Im Haus. Bitte Emo in der geordneten Reihe abstellen. Alter, danke. Ich sehe es gerade. Was zur Hölle? Was hast du denn da? Bitte Emo in der geordneten Reihe. Ja, Bruder, was soll ich sagen? Man muss sich auch mal optisch ein bisschen verändern, ne? Alle bitte in der geordneten Reihe. Denn nur? Was ja. Arsch, ach du Heiliger, was ist denn jetzt hier los? Ihr wollt mich doch auch ganz kriegen, kurz, jetzt wo du hier bist. Wir waren gerade bei dir, um Dinge zu klären. Wir haben ein dickes Problem. Ja, ich hab's schon mitbekommen, dass ihr geschlossen bei uns wart. Ja, scheiße, Mann, das müssen wir klären. Und zwar folgendes, das dicke Problem. Wir haben euch noch nicht eingeladen, morgen zum Event Viertelmeile Rennen, unten am Flughafen. Aha. Wenn ihr Bock habt, kommt gerne vorbei. 21.30 Uhr. Ne, samstags ist der einzige Dortmund-freie Tag bei mir, den muss ich nutzen, wenn ihr versteht. Ja, kein Stress. Ja, okay, alles klar. Aber ihr seid jetzt hierher gekommen, um Spaß zu haben, oder was? Auf jeden. Bruder, drinnen sind geile Muschis, Alter. Und ich sag dir, Senior, da echt, sind... Echt, ich bin vergeben, Digga. Da ist egal, was hier passiert, bleibt auch hier. Und ich sag dir eins, meine Senior, drinnen sind... dabei. Achso, huch. Habe ich jetzt nicht... Aber Senior, drinnen sind auch ein paar Weiber mit Schwänzen. Oh, der hat das gehört. Ist ja eher was für den Heeres. Ja, ja, daher kenne ich die auch nur. Fuck, Alter, ich war in Hogwarts. Scheiße. Ja. Ja. Alter, Theo, was, Theo, ey, bisschen Respekt, Mann. Ach hier, ist das der Performer, der Alter. Was ist das denn? Theo, komm mal hier in die Mitte. Wunderbar. Stiefel. Na, Theo? Ey, du hast doch im Stiefel für uns aufgelegt. Du hast doch Party gemacht für uns. Ey, doch. Ja, grüß dich. Oh, wer ist die Alien? Wo ist zum Fixer, das abbrechen. Du liebst halt. Wo ist dein Kostüm? Ja, da hab ich zu Hause. Denkst du, ich bin jeden Tag Alien oder was? Was ist denn los mit dir? Mit die Kohlen jetzt hier? Ey, du hast doch Geld bekommen. Ja, aber du hast gesagt, jeden Tag Auftritt. Wegen Kohle meldest du dich bei Rakete. Aber ey, Theo. Theo, ganz kurze Frage. Warum hast denn der da so einen Flecken an der Hose, Digga? Was ist denn da los, Alter? Ach nee. Der hat gerade einen dicken Lapdance bekommen. Alter, hat sich gefreut. Ist ja wohl widerlich, Junge. Da unten, guck ja mal da, Alter. Das ist ja alles voller Flecken da, ey. Ey, warte ich schon drin, oder was? Geht. Hast du dir nichts zu langreißen? Da hilft kein Schütteln, da hilft kein Klopfen in die Hose, der letzte. Ja, das merke ich schon, du. Oh, wunderbar. Scheiße. Theo, ich hab dir deinen, guck mal hier, was ich dir mitgebracht hab. Musst du mal abschließen. Das hast du mein Wohnmobil gemacht? Ja, hab ich dir mitgebracht von unserem Anwesen. Hast du das stehen gelassen? Nicht abgeschlossen. Das kann nicht sein, wirklich. Das ja, hab ich... der Wohnmobil erinnert mich Dankeschön. An Voicecrack. Alles, oha. Ja, Kuss, Kuss. Das ist ein ranziger Wohnmobil. Schließ mal ab, das Ding, Digga. Du darfst ja heute sowieso nicht mehr fahren. Du hast schon gesoffen, Junge. Aha. Ja, und? Aber bei er ist ja kein Polizei unterwegs heute, oder? Ja. Also die Holländer haben immer zu mir gesagt, wenn ich getrunken hab oder gekifft hab, das Ding fährt mich von alleine nach Hause. Ja, komm, jetzt hat das halt zu Hause vom Stripclub. Geh kurz im Kopf. Bruder, was für ein geiler RP-Tag, Digga, bis jetzt. Wir fahren kurz zum Baumarkt. Hier. Oh, wunderbar. Fahr kurz. Pass auf, dass das Motorrad hier nicht anfährst. Anschnallen. Seitenblick. Oh, du, Digga. Seitenblick, wunderbar. Also gut. Wo fahren wir? Hast du gesehen? Ich hab in Google Maps eingegeben, siehst du? Ach so! Ja, natürlich. Bruder. Du brauchst mit mir nicht automatisch in mein Dialekt fallen, weil du denkst, ich verstehe nicht. Ja, du weißt doch, wie das ist. Man versucht dann so deutlich wie möglich was zu sagen. Ja, wunderbar. Oh! Nee, ey! Aua! Ah! Junge, jo, ist kein Problem! Die Scheiße hat Kackfederungen. So, jetzt rechts. Kackfederung. Ja, rechts, rechts! Ja, wunderbar. Und jetzt hier rechts wieder, rechts! Und hier anhalten. Der hat auch Dings, ne? Der hat auch Fernglas, hast du gesehen? Hab ich gekauft. Ich hab alles gekauft. Wollen wir mal Fallschirm springen gehen? Bist du schon mal Fallschirm gesprungen? Noch nie bin ich. Ich hab Angst vor dieser Helm. Kauf dir Fallschirm, komm. Ich geh doch nicht Fallschirm springen. Doch, das muss jeder. Das muss jeder gemacht haben, der in Dortmund ist. Komm. Ich geb dir was von meinem Super Silver Tail. Geh mal rüber. Oh, ja! Guck mal. Zeig dir mal, wie ich das mache, Junge. Oh. Guck mal mich! Ja. Guck mal mich hier! Oh. Dicken Dübel, Alter! Oha! Theo, Junge! Oh. Kicklock auf! Oh! Ah, jetzt springen wir, komm! Mach keinen Scheiß! Soll ich euch hier ablassen oder so? Nein, nein, oben rauf! Soll ich jetzt springen? Nein, Theo! Ich spring jetzt. Nein! Okay! So, jetzt, warte, noch nicht!
So, wir steigen aus. Wie er runterspringt. Okay, warte eine Sekunde. Pass auf. Wie benutze ich das? Pass auf. Ah, wollen wir eine kleine Wette machen? Nein, setz hier nicht unter Druck. Theo, komm hier mit. Warum soll ich sterben? Komm mit. Nein, du musst nicht sterben. Du hast doch falsch sterben. Ich will eine Wette machen. Nein, keine Wette, Digga. Du wirst so sterben, Digga. Du wirst nicht mal wieder heile rauskommen. Hey! Tut mir leid. Er hat mich beleidigt. Theo. Probleme. Theo. Das ist bei jedem unterschiedlich. Bei dem einen ist mit F-Muskel Fallschirm öffnen und bei manchen, weiß ich jetzt gar nicht, Rick, bei anderen ist mit welchem Muskel nochmal? Theo, mach nicht, pass auf! Mit dem linken Finger ziehen. Spring doch hier nicht runter, Junge! Verstehst du? Mit dem linken Finger! Du musst dein Seil mit dem linken Finger ziehen! Kacke, Junge, nein! Jo. Ey, du zuerst, ich schub dich runter, komm! Nein! Ich hab Höhenangst, lass das! Ja, du zuerst, Jupp! Oh mein Gott! Nein, ich bin schlagen, oh mein Gott! Ricky, hab ich einen Fallschirm? Nein, Alter, ich spring. Wie soll ich Theo, wir springen zusammen! Ey, Theo, reiß dich zusammen! Wir müssen zusammenspringen! Okay, mit Anlauf oder ohne? Mit Anlauf, komm! Aber ey! Warte eine Sekunde, ich hab wirklich Angst! Ich hab wirklich Angst! Weißt du noch, mit welchem Muskel du das gemacht hast? Nein! Meine Hände sind wirklich schwitzig! Geht da unten alle weg! Okay, also meine Hände sind ganz schwitzig, Digga. Einmal gemeinsam nochmal tanzen, Junge. Oha. Wunderbar. Ui. Oha. Ui, wunderbar. Oha. Gerne, Junge. Bam, bam, komm, Junge. Mach doch auf mit, Junge. Oha. Freispiele! Woo, der geht ab, Digga! Yippie, Rainer! Oh yeah! So, Spaß beiseite, jetzt springen wir. Bei drei, komm, Theo! Warte noch eine Sekunde! Das sollte die Nervosität ein bisschen wegnehmen, Jungs. Jetzt los. Eine Sekunde noch. Jungs, ja. Ich hab alles gesehen in dieser Welt. Egal, was passiert. Ja, Mann, du wirst sterben. Wir waren oben, ihr wart oben, ich war zum größten Teil nur unten. Es war trotzdem ein schönes Leben. Theo, wir fliegen geradeaus. Wir versuchen geradeaus die Straße hier zu fliegen. Komm mit und Abfahrt! Yibi! Ja. Digga, einer ist so runter. Ich glaube, waren alle tot. Olaf! Nein, ich sehe ihn fliegen. Ich glaube, ich sehe ihn fliegen, oder nicht? Mann, Alge ist tot, Mann. Ich glaube, der ist tot. Der ist weg von uns. Bist du so niedrig geflogen, oder war er das? Ich bin gar nicht rausgesprungen. Ich muss noch den Heli mitnehmen. Doch, ich habe ihn gesehen. Er ist geflogen. Er hat es geschafft, glaube ich. Ich fliege mal dort, wo er keinen Fallschirm mehr hatte, Mann. Ich schau mal. Ah! Also, ich habe gesehen, wie er den Fallschirm gezogen hat. Und ich habe auch gesehen, wo er hingeflogen ist. Der muss hier irgendwo im vorderen Gebäude sein, gegenüber vom Haus. Da habe ich ihn das letzte Mal fliegen sehen. Alter, mein Ding ging nicht. Warte mal, ich habe nichts gehört, Alter. Ich habe ihn aber gefunden. Er ist hier abgestürzt, Mann. Ich wusste es. Ist er abgestürzt? Ich wusste das. Ich wollte mit dir wetten. Ich komme zu dir, Digga. Er ist so ein Loser, Digga. Nein, er ist kein Loser. Er hat den Fallschirm noch geöffnet. Das habe ich gesehen, Digga. Er hat es hinbekommen. Ich weiß, habe ich gesehen, aber er ist so mit der Fresse offen. Ah, da liegt er doch, Digga, der fliegende Holländer. Nein, ist nicht witzig, kleines Stoßgebet. Hey, wir sagen aber, er ist hier über die Kante gefallen. Er ist über die Kante gefallen. Schnauze, das weiß doch niemand. Lass mich reden, ich bin ganz traurig. Hilfe, Hilfe, hier. Oh, hey. Was denn hier passiert schon wieder? Ja, der Holländer hier, der ist über die Kante da gefallen. Anna, bist du es? Hat er zu viel gekifft oder was? Ja, die Holländer, weißt du doch. Ist Stella, heiße ich. Stella, er ist hier, ich bin mit ihm um Bett gelaufen und er ist hier über die Kante gestolpert. Sky, schau mir das mal eben an. Schau mal wieder. Zumindest ist keine Blutlache hier am Boden, also kann das nicht ganz so schlimm sein. Nee, den holst du wieder hoch. Da gehe ich ganz stark von aus. Moment, versuch's mal eben. Ich pass mich ihm an. Ja. Boah, dann wollen wir es mal probieren. Atmos auf jeden Fall noch da. Sehr gut. Komm, Theo! Der ist tatsächlich gestorben. Also er hatte
Sind Sie sicher, dass der nur gestolpert ist? Ja, ich würde doch nicht lügen. Oder ist der aus dem Flugzeug gestürzt? Nein! Nein! Der hat wahrscheinlich seinen Fallschirm nicht aufbekommen, wa? So ein Dulli, ey. Du musst dir vorstellen, ich habe ihm Heli gesagt, er soll sein ganzes Geld wegpacken. Er hat irgendwie 600.000 Schwarzgeld Ach, dabei. Du hat er ja wirklich? Ja, Mann, ich habe ihm gesagt, pack das weg, ey. Ich werde nicht sterben. Dann würde ich mal sagen, dumm gelaufen, ey. Ey, komm, wir holen ihn im Krankenhaus ab, danke dir. Wie war das? Ja, gerne. Stella ist mein Stella, Name. Stella, komm. Stella, ja, wir sehen uns bestimmt irgendwann. Rick! Theo, weißt du, wieso du gerade im Krankenhaus aufgewacht bist? Du bist so auf die Schnauze gefallen. Du bist hingefallen ein bisschen, Digga. Ja? Ja, wir dürfen dir das leider nicht erzählen, Digga. Oh nein. Ja, ja. Aber Theo, hast du noch Geld dabei? Verdammte Kacke, die rote Geld ist weg. Wow, ist hier mein rote Geld? Hat mich jemand abgezogen? Habt ihr das in die Tasche gesteckt? Du bist so ein Loser. Nee, keine Ahnung, wo das hin ist, Digga. Weiß ich nicht, Mann. Habt ihr euch das eingesteckt? Nein, dann du musst es. Nein. Das schwör ich dir. Ich hab dir mehrmals gesagt, pack das Geld weg. Du willst sterben, hab ich dir gesagt. Nee, ich mach das schon, hast du gesagt. Woher hast du denn Schwarzgeld? Ich hab nur Rotgeld. Das ist nicht schwarz. Rotgeld, woher hast du das? Muss ich kurz überlegen, das weiß ich auch nicht mehr. Wo hab ich denn das hergekriegt? Ich hab noch keinen Strich gearbeitet in die Stadt. Ich hab 3 Millionen auf dem Konto. Nur ein bisschen gesungen. Oh, einmal gesungen, fertig. Ist doch sehr zweimal. Gut. Lass mich kurz überlegen. Wenn ich mir dich so anschaue, glaube ich, du warst im letzten Leben eine Ratte. Auch ein schönes Tier. Was hast du gesagt? Ich werde dich jetzt abknallen. Was ist eine Ratte so schlimm? Weißt du, was eine Ratte ist? Was machst du da? Er hat gesagt, er ist eine Ratte! Lass ihn los. Ich bin keine Ratte. Lass ihn los. Junge, ich bin immer noch verstaucht, aber warte ab, Junge. Wenn der Schließbuch wieder funktioniert, dann knall ich dir eine, Junge. Okay, wir machen einen Kampf, das willst du wissen. Wollt ihr einen Boxkampf machen, oder was? Ich will gegen ihn kämpfen, 1 gegen 1. Ich will, dass die ganze Stadt zuschaut. Gegen Rick the Big. Dann musst du... gegen Rick mit den Kleinen. Jungs, wir müssen jetzt losfliegen. Gott hat mich runtergeschubst einfach. Wo ist der denn jetzt? Komm! Der kommt. Ja, warum steckt der hinten? Alter? Theo! Hey! Hey, warte mal. Theo liegt hier tot, glaube ich. Wie kann man so ein Loser sein? Also wirklich, Theo der Loser heißt ja ab sofort. Ey, das gibt es doch nicht, Digga. Komm, ey, Isko, wir kümmern uns kurz um die Dings, um die Fahrzeuge. Okay, ich komme gleich. Bis gleich, Jungs. Ja, Mann, bis gleich. Mit welchem willst du morgen fahren? Ich habe keine Ahnung, ehrlich, was du vorschlägst. Die schnellsten, ne? Ja, und viel Meile ist ja geladen aus, also irgendeins mit Allrad und schnellste Beschleunigung. Der? Ja, der ist schon sehr schnell, setz dich mal rein. Hast du nicht so einen McLaren? Ja, McLaren habe ich auch. Der ist schon sehr schnell, Digga. Ja, der geht gerade schon. Digga, ich hab keinen Bock mehr, dass irgendwelche Leute, mit denen wir... Fahr du mal und schätz mir das mal ein. Hier in unser Auto. Okay. Hast du den schon mal ausgefahren? Nee, noch nie. Pass auf. Ja. Hey, Bruder, mach jetzt keinen Bums. Nein. Aber ich weiß, hier in Richtung Lost, da kommt eine sehr lange Gelade. Ich will da mal ausfahren. So, hier kommt jetzt eine Gelade. Hier kann ich ausfahren. Wie viel sind wir? 400. 440. Okay, 430. Also, Bruder. 430. Ja, fahr mal dahin. Wir holen nochmal ein Auto. Hier müssen wir hin. Oha. Naja, da steht ein McLaren. Oh mein Gott, okay, jetzt. So. Aber der ist schon schön, der Wagen, Digga. Okay, 440. Pass auf, Bruder. Ich fahre mit dem Skyline hier auch immer entlang. Ja, du bist ein verrückter Rennfahrer, ich weiß. Wo hast du überhaupt die neue Jacke? Gab's die im Klamottenshop oder was? Ja, die gab's. Das ist quasi... Oh. Von derselben Marke wie Lick seine, nur andere Kollektion. Ja, habe ich noch nie gesehen, Digga. Ja, ich auch nicht. Aber die passt zu dir, als wenn das deine ist. Oh, Bruder! Kopfschmerzen, alles ja, gut. Ich auch. Nein, das waren nur Kopfschmerzen. Achtung, ich packe einen aus. Oha. McLaren. Sollen wir den Benz hier lassen? Nee, wir fahren. Ich muss den auch mal oben bei mir in der Garage einlagern. Lass uns bei der Garage wieder treffen, Digga. Okay. Jalla. Also von der Beschleunigung, Digga, ist der geisteskrank. Isko, wo bist du? Ich hab einen Unfall gehabt. Oh, auf der Autobahn. Bei uns. Ist total Schaden, oder was? Da traut sich der Isko nicht mehr zu reden. Total Schaden, Isko?
Jungs outline, ja. Dave kommt schon. Ah, perfekt, super. Ja. Was geht, Digga, alles klar? Ah, bist du so, oder? Ja, ja, ja. Jo, verkaufst noch den nächsten 50. Ja, den verkauf ich noch. Nein, nein, das ist alles Spaß. Für dich 40 Millionen, Bruder. Alles klar, jalla. Ja, lass doch ein kleines Rennen machen, Digga, komm. Also nicht hier auf der Geraden gleich. Also ich glaube, auf Gerade ist der Wagen extremst, Digga. Auf gerader Strecke. Bis am Ende des Tunnels. Okay. Aber wollen wir nicht hupen? Hupt beim dritten Mal geht's los. Und mit Leerlaufgas. Nicht, ja? Ja, hup, dreimal hupen. Okay. Oh mein Gott, Digga. Ist der Mercedes S-Buch schneller? Na, weiß nicht. Lass mich nochmal dreimal hupen. Vielleicht lag's auch daran. Okay. Bei dreimal hupen, ne? Ja. Wir sind beim Windschatten. Oh mein Gott, Digga! Verhalten. Der Mercedes ist schneller, Digga. Huf. Bruder, der Mercedes ist schneller. Wir fahren nochmal... Wir fahren nochmal zur Garage und nochmal die anderen Autos, dann testen wir mal. Scheiße! Ich glaube, du hast Weltrekord für die meisten Überschläge mit dem Auto gemacht. Meine Knie sind ganz blutig. Hey Dave, Bruder, mach aber nicht so teuer! Mach nicht so teuer, Bruder. Da vorne kommt deine Konkurrenz. Wenn der günstiger macht, bist du am Arsch. Da ist Peter, ja. Hey, Peter, du Sohn. Verpiss dich, Digga. Ihr wollt doppelt Abzocke machen. Verpiss dich, Junge. Bruder, wo... Aha, bester Mann, Peter. Immer nicht geglaubt. Wo gab's den WLAN? Ja, Digga. Okay, mach du mit Hupen wieder. Und ich mach auf der anderen Seite. Okay. Digga, der Mercedes ist zu brutal. Der Mercedes ist zu brutal, Digga. Keine Chance. Null Chance, Bruder. Null Chance. Scheiß Auto! Ist der nicht so langsam? Nee, du bist einfach so schnell, Digga. Sollen wir mal die Autos wechseln kommen? Na, Bruder, glaub mir. Willst du sagen, dass ich scheiße fahre oder was? Ey, ich hab keine Ahnung. Nein, komm, wir können auch Autos tauschen. Aber das... Oha, ey, der Mercedes geht dann echt langsam. Ja. Okay, ich mach jetzt. Mach du für die Gerechtigkeit machst du jetzt auch nochmal mit Hupen. Also du hupst so. Nochmal. Warte, aber ich fahr rüber ein bisschen. Okay. Jo. Puff, Digga. Der Mercedes ist zu geisteskrank, Digga. Bruder, der Mercedes ist zu krank, Digga. Oh mein Gott, aber warum ist der Bugatti auf 360? V-Max? Nee, ist der V-Max? Weiß ich nicht. Doch, also bei mir nach 360 geht da nichts mehr. Okay, na ja, komm, wir fahren zur Garage zurück. Der hat nur 14 Sprit. Digga, der Wagen ist geisteskrank, Mann. Wuh! Greenstein. Oh, nee, nicht wieder hier! Nein! Ah! Scheiße! Schmutz, Mann! Nee, bleib stehen, ich sehe nichts. Oh, okay. Wer ist das? Wer ist das denn? Jo, Olaf hier. Mirla, Flucht, Mirla, ihr müsst mir helfen. Oh, Mirla, Olaf, wir hatten gerade die heftigste Rettungsaktion. Mhm. Wir haben ihn vom Staatsgefängnis befreit, Hermanus. Ich hab's in den Wolken gelesen. Wie das denn? Mirla, hört zu. Ja, naja, er ist eingebuchtet worden. Ja, Vato hat uns, glaube ich, Bescheid gesagt, dass ihr bei der JVA seid. Und wegen der Sperrung habe ich mir gedacht, dass da gute Action ist. Na gut. Hör zu, wir haben ihn eingebuchtet, Mirla, im Staatsgefängnis. Mhm. Wir hätten ihn da nicht rausbekommen, egal mit welcher Schusskraft. Wir sind mit Mediziner hingefahren, haben gesagt, er ist unzurechnungsfähig, haben ihn mitgenommen, er hat dann den Mediziner als Geisel genommen und dann sind wir raus, Mirla. Intelligenz siegt über Schusskraft. Hat aber nur 2 Stunden gedauert, Mano. 2 Stunden. Ja, das ist doch gut, sehr gut. Glückwunsch, Mann. Wer denn? Nice. Wen habt ihr rausgeholt? Ja, Manolo. Bis zum Ende des Tunnels, ja? Bis wo, warte? Nein, ganz oben. Nein, ich hab nicht so viel Zeit. Bis... Isco, zurück mit dir, du Schummler!
Oh, Sonny, Moment mal. Sonny. Okay, Isco macht dreimal Hupen, beim dritten Mal Hupen geht's los. No, warte, Mano, einer muss am Ziel warten. Einer muss am Ziel. Nein, das brauchst du nicht, glaub mir, das wird eindeutig. Okay. Und bitte warte, nicht, wo bitte ist das Ziel, nicht lammen, ja, bitte nicht lammen. Also ohne Ram, Olaf? Ja, ja, ohne Ram bis Ende des Tunnels. Okay, bis Ende des Tunnels, okay. Warte, ich hupe, dreimal, ja. Beim dritten Mal geht's los. Jetzt will ich aber auch sehen, ne? Ja. Romero, was ist das? Doch, ey, ohne Ram! Oh, er kommt so nah ran. Romero, ich ramme nicht! Was fährt denn Isco da überhaupt? Das ist sein Skyline, Digga. Hä? Oh! Oh! Aua! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Profi! 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 Respekt, Olaf, ich wusste gar nicht, dass du Flugschein hast, Mirda. Bruder, Aber hey, ihr hättet uns locker abgezogen, wenn du alleine auf dem Motorrad bist. Ja, ja, ich weiß. Safe. Ja, das stimmt. Isco, wir müssen nochmal ein Rennen machen. Das kann nicht sein, dass deiner schneller ist als meiner, Digga. Ich hub jetzt, ja? Ja. Jawohl, jawohl, jawohl. Guck, das ist das. Das ist das. Deiner schneller auf einmal. Reifen durchdrehen lassen ist nämlich ganz, ganz schlecht. Ja, ja. Oh, er kommt dran, er kommt dran. Er nutzt den Windschatten. Oh, du machst dich langsam. Nee, nee. Let's go. Okay, das war knapp. Let's go. Ich glaube, wer als erstes startet, gewinnt dieser Kampf. Bring das Ding auf den Schrottplatz, Isco. Also, ich hab gewonnen mit dem. Hey Jungs, ich hab nur noch 8 Sprit. Ich muss zurück zur Garage. Langsam. Oh, oh. Hier ist das Tankstelle hinter dir. Ah, beste Leben. Wir fahren jetzt zurück zur Garage. Ihr könnt ja mit den Fahrzeugen zurück. Nee, ich lass euch. Morgen ist doch Viertelmeilenrennen. Wo? Weiß ich nicht. Ach so, ja, stimmt, von den Lost und Platz, gell? Ja, oh ja. Shit, das war's. Oh mein Gott! Oh shit! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du bist nicht wirklich zum fünften Mal hier. Nein, ich bin hier, Digga! Okay. Oh shit. Bruder, der hat aber. Der auf dem Motorrad ist geflogen! Ach so. Wer war das denn? Wer ist das Motorrad gefahren? Das ist euer Flüchtiger! Litecoin, glaube ich, oder wer? Scheiß auf ihn. Dann ist er weg. Nee, da ist er. Noch leben, Junge. Digga, wie kannst du das überlebt haben? Mein Motorrad ist nur weggeflogen, einfach durch mich hingesetzt auf den Boden. Oder du warst 100 Meter in der Luft. Ja. Das war das Motorrad ohne mich. Nee. Das Motorrad ist irgendwo noch da hinten geflogen, das habe ich gesehen. Das ist in Los Santos gelandet. Ja. Oder das Motorrad macht gerade Hamburg. I'm under the water, please help me. Ich habe direkt gesehen, das war's mit dir. Ciao. Ist der leicht im Wasser gelandet? Ja. Hallo? Hola? Jo. Ich muss dir was sagen. Ja, erzähl. Wer nimmt mich jetzt mit von euch? Dein Auto ist im... Ach nee, ne? Ach so, stimmt. Ja, ich kann dich schnell wieder abholen. Komm, komm. Irgendjemand von deinen Jungs ist gerade mit meinem Motorrad gefahren, hat's auch im Meer versenkt. Hast du das gesehen? Nee, ich hab nichts gesehen. Oh mein Gott, die fahren frontal ineinander rein hier. Nächster Unfall. Ja, hier ist schon wieder ein Unfall, ein Riesenunfall. Ja, ja, mein Motorrad, ja. Hier ist völliges Chaos. Ja, dein Kollege ist 100 Meter durch die Luft geflogen. Manolo. Ist du 100 Meter durch die Luft geflogen, ist humpelnd zurückgekommen. Die haben übernatürliche Kräfte anscheinend. Jo, ey, wieso ist dem anderen Penner nichts passiert? Ja, gut. Der hat ein stärkeres Auto. Wir hören uns, Bitcoin. Ist das nicht Mr. Bitcoin hier? Ach, da ist er noch. Da bist du noch. Ja, cool. Mr. Bitcoin, wo ist das Auto? Haben Sie es versenkt? Wo hast du das Auto her? Du bist gefahren, Mirda. Ich? Und jetzt, Manolo? Ja, sieh, du bist gefahren. So eine Lüge. Aber Mirda, Olaf, so viel schneller als der Bentley war der gar nicht. So viel langsamer, meinst du? Sieh, genau. Naja, der Bentley ist ja ein bisschen... Aber ist angekommen, sieh. Das, was ich dir gesagt habe, ist angekommen. Was angekommen, meinst du? Fünfmal. Ach so, ja, Bruder, du weißt so. Ah, ja, ja. Sieh. Man kennt ihn. Ist mir entfallen. Huch. Ja, klar. Jetzt, ich muss jetzt mit mal. Ich gib mal mein Auto her, ich fahr jetzt zur Garage. Dann, ihr habt ja die 4 Türer hier, oder? Nee, ihr habt ja gar kein Auto hier. Bruder, wo sind die ganzen Autos hin, Alter? Mann, mich nimmst du mit. Ja, ey, ich leg mich hier schlafen, alles gut. Lass ihn lieber nie wieder Auto. No, Armando, komm. Nein, fahr ruhig. Okay, gut. Komm, ich fahr dann von ab. Mein Motorrad ist irgendwo da hinten, Digga. Irgendwo da hinten. Ja, und dein Bentley auch, oder? Ja. Also eins kann ich dir sagen, Autofahren kann eure Fraktion nicht. No, also ich auf jeden Fall nicht. Fraktion, ach Bruder, das halte ich für eine dreiste Lüge. Ich habe das ein oder andere kleine Video im
Tick-Chat gesehen, wenn du verstehst, was ich meine. Oh. Digga, da habt ihr aber diese anderen Stunt-Einlagen gemacht, Bruder. Ja. So, Olaf legt sich da jetzt auch nur noch schlafen. 1-1 plus Stream heute. 1-1 plus. 1-1 plus Chat. Ich habe noch Fischstäbchen mit Pommes oben mir gerade gemacht und die muss ich mir jetzt reinstecken. Montelle den Chat, ich bin morgen mit